So, willkommen zurück. Es geht weiter. Ab in den Schrein. Oh, da sind sie ja alle. Da sind sie alle. Soll ich mir mal anhören, was der Professor zu sagen hat? Genau, jetzt ist meine Nase zu. Sehr gut. Wusste ich es doch. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, meine Nase juckt. Kill. Rio wirkt ziemlich verängstigt. Ich stachle ihn ein bisschen an. Ist das positiv gemeint? Hast du Angst, Rio? Wie meinst du das? Halt die Klappe. Hast du Angst, Rio? Ich habe vor nichts Angst. Leg dich nicht mit mir an. Ich leg mich nicht mit dir an. Ich dachte nur, dir fehlt ein bisschen Rückgrat. Willst du Streit mit mir anfangen, du Flasche? Also gut, dann geh. Bin schon weg. Q. What? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie ihn das so ein bisschen ermutigt, so ein bisschen Power gibt. Naja. Danke, dass du mir geholfen hast. Du hast mir echt den Hintern gerettet. Wenn es hart auf hart kommt, hätte das doch jeder gemacht. Und Labramon war auch echt stark. Hihi. Aoi ist so bescheiden. Mich einfach bedanken. Mich einfach bedanken. Aber trotzdem danke. Ich wollte mich bei dir dafür bedanken, was du getan hast. Nicht du auch noch, Takuma. Du bist so nett, Takuma. Wir müssen uns auf die Suche nach Saki und die anderen konzentrieren. Das klingt irgendwie falsch. Naja. Was hat er noch so zu sagen? Zum Glück geht es dem Professor gut. Ja, wobei es gut wohl nicht ganz trifft. Wir wissen, dass Saki und Shuji da draußen sind. Wir müssen sie nur noch finden. Shuji. Ja, zeigen wir es ihnen. Okay, Professor. Was haben Sie zu sagen, alter Mann? Alles okay? Der Professor bemüht sich, auf die Beine zu kommen. Er will unbedingt Saki finden. Was soll ich ihm sagen? Wir zählen auf Sie. Bitte machen Sie langsam. Überlassen Sie das uns. Bitte machen Sie langsam. Sind Sie in Ordnung? Einige Verletzungen sind sehr schwer. Sie müssen sich schonen. Wir müssen uns um die beiden sorgen, die nicht um mich. Wir müssen ihnen helfen. Wir suchen sie auch. Aber wir können sie nirgends finden. In dem Fall dürften Sie mal sehen. Hier irgendwo habe ich Saki und Shuji aus den Augen verloren. Es war irgendwo in diesem Wald. Professor, alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Mein Gedächtnis ist bloß etwas durcheinander. Hier irgendwo wurden wir überfallen und getrennt. Ha, hier irgendwo. Hey, Takuma, sind das da drüben Fußspuren? Wo? Da drüben, im Gras. Sind die da wirklich? Wie hast du die gefunden? Ich sehe hier keine Fußspuren. Wie hast du die gefunden? Wie hast du die gefunden? Ich sehe keine. Ich glaube, ich sehe sie. Ich auch, aber das ist eher so ein Gefühl. Tut mir leid, ich habe sie durch meine Handykamera gesehen. Ah. Siehst du? Das ist von hier etwas schwer zu sehen. Zoom doch mal ran. Ich sehe die Fußspuren ganz klar auf Minoros Bildschirm. Ich schaue auch mal durch meine Kamera. Okay. Wo hat er die denn gesehen? Da hinten glitzert was.
Okay, wir wollen das hier sein. Es tut sich nichts. Interagieren. Das sind Fußspuren. Tatsächlich, absolut. Oder? Wo führen die Fußspuren hin? In den Spinnenlilienwald. Noch mehr Fußspuren? Okay, mehr war wohl nicht. Ich gucke mich noch mal ganz kurz hier um. Okay. Ich sehe etwas, es ist feige. Und ich rede nicht. So, okay. Zurück. Noch mit jemandem quatschen? Nee, ich glaube, wir müssen einfach die Karte verlassen. Oh, jetzt bleibt er hier, weil ich ihn angekeift habe, oder was? Ich sag nur mal, dass er mitkommen soll. Komm, komm mit. Hier gibt es wohl keine Hinweise. Hoffentlich kann ich ihn nochmal überreden. Was haben die denn? Wir sind gerade erst aus dem Wald raus und sie gehen wieder zurück. Es könnte einen weiteren Überfall geben. Was, wenn sie sterben? Verdammt. Kill, kill. Ich habe mich gefragt, was Rio wohl vorhat, aber er scheint einfach nur Angst zu haben. Mit ihm reden. Rio, kannst du mir eben helfen? Oh, okay. Ich bin zwar zu nichts gebrauchen, aber wenn dir jemand im Weg rumstehen soll, komme ich. What? Allein ist es zu gefährlich. Komm, begleite mich. Komm schon, Rio. Kiu, kiu. Halt die Klappe, lass mich in Ruhe. Okay, ich warte, bis er sich beruhigt hat. Ich will einfach nur nach Hause. Mami, oh mein Gott. Ah. Kommt er jetzt mit uns mit? Auf jeden Fall haben wir Zuneigung bekommen, immerhin. Okay, dann gehen wir wieder. Oder finden wir hier noch was vielleicht mit der Kamera? Man weiß ja nie. Außer Atmos. Das Genie. Oder auch nicht. Ich nehme alles zurück. So. Ich muss sie vor diesen Viechern retten. Ob nun Kimonogami oder nicht. Ich bin allein gegangen und... um die Beine abzulenken. Schön, dass sie es heil hergeschafft haben. Vielleicht ist heil etwas übertrieben. Neben dem Wesen, die mich angegriffen haben, gab es da eins, das versucht hat, mich zu retten. Huch, dann gibt es außer Falcomon, Agumon und den anderen noch mehr Hilfsbereite? Ja, wir sind nicht alle böse. Gut oder schlecht ist eine Sache. Angriffslustige und friedliche Monster kann ich aber unterscheiden. Was meint er mit friedliche? Die Verbündeten, die zu allen freundlich sind. Ich bin Aois Freundliche. Ich bin freundlich zu ihr. Ich bin Aois Freundliche, okay. Ihnen verdanke ich zwar mein Entkommen, aber ich glaube, sie sind schon... Ich mache mir um alle Sorgen, nicht nur um den Professor und die anderen. Was soll ich dem Professor sagen? Es geht Ihnen sicher gut. Sich zu sorgen hilft nicht weiter. Beeilen wir uns. Komm, wir müssen uns beeilen. Beeilen wir uns. Ob es ihnen nun gut geht oder nicht, werden wir bald herausfinden. Stimmt, ich wäre ein schlechter Wissenschaftler, wenn ich nur auf meine Vorstellung setzen würde. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Hier sind auch Fußspuren. Irgendetwas stimmt hier nicht. Was denn? Schau mal durch die Kamera. Da und da, die Fußspuren führen in verschiedene Richtungen. Ja, stimmt. Aber welchen sollen wir folgen? Das ist bestimmt eine Falle von diesem Kimonogami, der uns überfallen hat. Das Viech ist verdammt listig und stark. Seid vorsichtig. Dann ist die eine Richtung eine Falle. Auf, ab in die Falle!
Ich rede nicht von schlafen gehen. Achso, ich muss wahrscheinlich die Kamera nehmen. Einmal. Zweimal. Sind sie wieder da? Da führen Spuren in den Spinnenlilienwald. Folgen wir ihnen? Alles klar. Hey! Achso. Und was sind die anderen Spuren? Die Fußspuren führen in den Wald in der Nähe des Schreins. Lasst uns mal nachschauen. Alles klar. Ja, wir sagen einfach immer alles klar. Ah, ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in den Wald. Achso, geht gar nicht. Achso. Geht nicht so. Wir müssen ja aus der Karte raus. Waldnahe Schrein freigeschaltet. Wir gehen erstmal hier hin. Diese düstere Musik. Achtung! Hat er mich jetzt angegriffen? Was zur... Wow! Oha, guter Instinkt. Reines Glück, dass ich das gesehen habe. Das Monster. Hey, lass Taco mal in Ruhe. Ha. Zeit, das zu Ende zu bringen. Ich will weiter. Alles in Ordnung, Taco mal? Danke, das war knapp. Es greift bestimmt nochmal an. Wir müssen vorsichtig sein. Okay. Aoi, aoi, anosona. Ich muss immer an dieses Naruto-Lied denken, wenn ich das höre. Heißt das nicht auch irgendwie blau oder Himmel oder irgendwie so? Der letzte Kampf war schlimm. Ich weiß nicht, wie viel ich noch einstecken kann. Keine Sorge, Minoru. Wie oft wir auch angegriffen werden, ich beschütze dich. Oh ja, schön, dass du das sagst, Falcomon. Und ich lasse mich nicht mehr überraschen. Nächstes Mal gibt es Rache. Oh mein Gott. The Revenge of Takuma. So will ich das sehen. Plötzlich habe ich ein viel besseres Gefühl dabei. Ich konnte das Monster nicht mal sehen, als es uns angegriffen hat. Macht es wirklich wieder Jagd auf uns? Keine Sorge, Aoi. Was auch immer geschieht, ich werde dich beschützen. Und vergiss auch uns nicht. Wenn wir alle zusammenarbeiten, schaffen wir es bestimmt. Ja, ja, du hast recht. Ich sollte mich nicht von meinen Ängsten überwältigen lassen. Aha, aha, aha. Und was sagt der Angsthase? Was war das? Wenn es uns nochmal angreift, sind wir alle tot. Entspann dich, Ryo. Wir haben es einmal überstanden und überstehen es auch nochmal. Niemals. Du machst dir was vor. Beim nächsten Mal werden wir nicht so viel Glück haben. Wir könnten alle tot sein. Ehe wir uns versehen. Kill. Hab ich dir nicht gesagt, dass du wegbleiben sollst? Ryo hat Angst, aber solange er bei uns bleibt, können wir ihn beschützen, oder? Die arme Raupe. Es tut mir leid, dass ich euch in etwas so Gefährliches hineingezogen habe. Aber ich fürchte, ohne euch werde ich Saki oder Shuji nicht finden können. Keine Sorge, Professor Agumon und die anderen passen auf uns auf. Beeilen wir uns und finden die beiden. Ja, du hast recht. Kann ich hier nochmal mit der Kamera gucken? Tüt, 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 tüt. Nase juckt. Nee, kein gefährliches Monster in Sicht. Kann ich direkt zur Karte gehen? Oh, sehr gut. Das macht einiges einfacher. Ich möchte mich nochmal hier umschauen. Hier ist was, das spüre ich. What? Hier ist was?
der Kamera, okay. Da ist was. Dieser Schatten. Oh oh. Kämpfen. Okay. Da hinten ist eine Truhe. Ach komm, ich nehme einfach. Mach's einfach so. Ich packe ihn mal hier hin. Wo wollen wir hier hin? So. Und du, so, Kampf beginnen. Aiteni naro. Okay. Yush. Machen wir wieder hier unsere standardgemäßen Sachen. Entwicklung. Ich weiß, dass du das kannst. Und jetzt hat er wieder mega die Range. Das ist natürlich sehr nice. Zack. Das ist so krass. Okay. Angreifen. Wieder überlebt das. Ich hoffe, er kommt da hoch. Auch du darfst dich entwickeln. Werte gestiegen und zu beenden. Oh, das ist nice. Ja, jetzt kommt eure Brut gegen diese Monster. Aua. Okay, das ist eigentlich nice. Machen wir. Das mit dem Springen, diese Animation, die ist schon echt lange. Ein großes Pflaster, immerhin. Danke. Ui, der wird sitzen. Jetzt bin ich natürlich mit ihm in die falsche Richtung gelaufen, weil ich eigentlich mit ihm die Kiste aufmachen wollte. Aber ich denke, so ist es einfacher. Und die können auch, glaube ich, stehen bleiben, rein theoretisch, weil die kommen eh nicht mehr zum Zug, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber so haben sie ein bisschen was zu tun, da können sie sich ein bisschen bewegen. Oh oh. Das war nicht stark.
Das ist so OP, dass er so weit gehen kann einfach. Vor allen Dingen, das hält auch relativ lange an. Von oben gibt es Advantage, oder? Oh ja, das sieht stark aus. Da haben wir den Gestein zu Lava geformt. Komm, ihr könnt den Zug beenden. Ihr seid nur hier, damit ihr EP bekommt. Diesen Schluck Kaffee habe ich mir verdient. Prost. Oh, Level. Wachstumsstein. Okay. Ich sehe noch etwas. Ich spüre etwas. Da ist wirklich noch was. Ah, interessant. Energiegetränk erhalten. Das sieht cool aus. Es lohnt sich echt wieder mal die Gebiete abzuklappern. Aber jetzt haben wir echt doch nochmal was gefunden. Sehr nice. Einmal kurz gucken, was dieses Energiegetränk kann. Heilt Wertesenkungen im Umkreis. Ein seltsamer konservierter Saft. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Digimon essen einfach alles und trinken alles. Okay, dann speichern wir das kurz ab. Und dann verlassen wir wieder die Karte. Ja, rein theoretisch könnte doch jetzt hier auch wieder was sein. Oder bin ich einfach zu gierig jetzt? Wir gucken mal. Hier gibt es wohl keine Hinweise. Okay. Da ist doch was. Was ist das? Och, nochmal so ein Energiegetränk. Interessant. Und seht ihr mal, das war vorhin nicht da. Dann ist es doch sinnvoll, zwischendurch mal immer sich umzuschauen. Okay, das scheint aber alles gewesen zu sein. Außer es gibt hier noch irgendwas Verstecktes. Nee, okay. Okay. Sollen wir dann nochmal hier hingehen? Komm, einmal noch. Jetzt stehen die wieder alle hier, die wurden mir gerade aber nicht angezeigt. Okay. Waldnahe Schrein. Zuletzt habe ich sie hier irgendwo in der Gegend gesehen. Laut dem Professor könnte hier ein Hinweis sein. Sind Sie sich sicher? So ein gutes Gedächtnis. Hier waren wir schon mal. Sind Sie sich sicher? Hier waren wir schon mal. Aber ich glaube, ich kenne diesen Ort. Ja, als wir das erste Mal beim Schrein waren. Der Schrein ist zwar noch derselbe, aber die Umgebung ist vollkommen anders. Naja, vielleicht nicht ganz derselbe.
Er sieht aus wie eine Fälschung nach gleicher Bauart. Ich wusste es, wir sind doch in einer anderen Welt. Wer weiß, ich dachte anfangs, ich läge daneben. Noch mehr Fußspuren, menschliche Fußspuren. Da, menschliche Fußspuren, die sind kleiner als Aois. Die anderen hier sind größer als Takumas, sie führen dort entlang. Ihr Gefühl war richtig, ich wusste doch, dass sie das schaffen, Professor. Ich kenne mich hier zwar nicht aus, aber ich habe immer noch mein Fachwissen. Das beweist, dass mein Orientierungssinn und meine Wahrnehmung nicht beeinträchtigt sind. Ja, das wollte er sich nur einreden. Das war einfach nur ein Ego-Ding. Der wollte die gar nicht finden, der wollte nur gucken, ob er noch richtig tickt. Toller Mann. Da drüben sind riesige Fußspuren. Sieht aus, als würden die den menschlichen Abdrücken folgen. Das ist gar nicht gut. Freund oder Feind? Anhand von Fußspuren ist das nur schwer zu erkennen. Es ist zwar schwer zu erklären, aber ich kann sie irgendwie an ihrer Aura oder ihrem Geruch erkennen. Manche sind allerdings schlau und verwischen ihre Spuren. Junge, ganz schön viele Möglichkeiten, was? Zumindest wissen wir, dass sie von etwas Bösem verfolgt werden. Wir sollten uns sputen. Absolut, vielleicht sollten wir uns aber auch nicht nur nach Hinweisen umschauen, sondern auch umhören. Ja, irgendwas ist ganz nah. Du machst mir Angst. Ach ja, Professor, Sie haben da etwas erwähnt, bevor wir in dieser Welt gelandet sind. Von einem rituellen Menschenopfer, nicht wahr? Eine unschöne Geschichte. Aber man sollte auch meinen, dass die dafür etwas von den Kenomogami bekommen haben, oder? Die Moral ändert sich im Laufe der Zeit. Wir dürfen die alten Bräuche nicht verurteilen. Aber als modernes Individuum erscheint es mir abstoßend, Kinder zu opfern. Geht. Jeder erfüllt seinen Zweck. Ja, voll und ganz ihrer Meinung. Wen interessiert das bitte? Menschenopfer könnte es sein. Hast du was gesagt? Nichts, vergiss es. Jedenfalls sollten wir diesen unschön ausstehenden Spuren folgen, wenn wir die anderen finden wollen. Auf geht's, Leute, und passt gut auf. Irgendwie ist heute kein Druck in meiner Stimme. Ihr Verdammten. Was, seid ihr etwa taub? Hey, sind das schon wieder die Bösen? Das kam tief aus dem Wald. Könnte Saki und die anderen sein. Los. Hä? Bam, 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 bam. Oh, das sind aber viele Gegner. Oh je. Aber gute Fußspuren, das erkenne ich. Ist das nicht auch ein Digimon aus der Gomamon, genau, aus der allerersten Staffel, oder? Oh hey, wer ist da? Ach, du bist. Ach, du bist dieser alte Mensch. Professor, kennen Sie die? Das ist das Kind, das sich um mich gekümmert hat, als ich wieder zu mir gekommen bin. Du siehst schon viel besser aus, hurra! Aber es liegt trotzdem einiges im Argen. Und was wollen wir tun? Wir nehmen es mit allen auf einmal auf. Wir hassen Schläger. Niemals! Das sind zu viele. Wir nehmen es mit allen auf. Wer auch immer uns in die Quere kommt, ich mache alle fertig. Richtig, so Takuma, packen wir es an. Ich stehe dir zur Seite. Was ist mit denen? Sind die wirklich gefährlich? Fünf dürfen wir jetzt auswählen, okay. Agumon, Heilding, das, ja, okay. Ich nehme Agumon. Das ist eine ganz große Truhe, da will ich hin. Halt, dann kommst du dahin, wo Agumon steht. Du erreichst sie bestimmt, wenn du dich entwickelt hast. Beziehungsweise allein mit den Fußspuren. Agumon kommt dann hier in die Mitte. Oh, Zombie? Ja, komm, wir nehmen ihn mit. Ein Heiler brauchen wir auch, immer nützlich. Und dann nehmen wir dich noch. Ja. Ich so.
行こう。 Okay. 絶対に勝つんだ。 Ja, Torimon! Das hört sich immer so cool an, wenn er das sagt. Reden. Minulu, ich weiß, dass du das kannst. Allerdings, überlass das mir. Ah ne, der hat ja jetzt eine tiefe Stimme. Überlangs. Überlangs. Überlings. Da zu der dicken Truhe. Oh, gierig. Opfer dich dafür. Wenn du sterben solltest, ist das nicht schlimm. Die hat das über... What? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Vor allem erstmal die Truhen. Scheiß auf die Gegner, erstmal die Truhen öffnen. Aber jetzt will ich wissen, was in der großen Truhe ist. Wait, ich habe mich extra umgedreht, weil ich dachte, die Truhe schützt mich. Das ist unfair. Hey. Die verteidigen. Oh mein Gott. Auch nur von oben. Das könnte wehtun. Ha, daneben. Warum auch immer. Geh du auch mal dahin. Das würde immer noch nicht reichen, dann machen wir aber einen normalen Angriff. Ja, assist me, please. Steht immer noch die Truhe. Wehe, das lohnt sich nicht. Ich frage mich, wann die mal neue Attacken lernen. Ich liebe diese Sprache einfach. Ja. Was macht die, wenn sie redet? TP wieder her. Ach so, ja genau, das war das. Das ist auch nicht verkehrt, wenn die SP mal leer sind, dann hat man immer noch so einen kleinen Bonus. Lass die armen Digimon in Ruhe. So. Entwickeln, komm. Was soll der Geiz? Ich so. What the fuck? Jetzt bringen wir es zu Ende. Okay, lassen wir es krachen. Treffe ich davon ein? Critical hit there. Entschuldigung, dass ich gerade nach da geguckt habe. Meine Eltern sind zu Besuch, deswegen. Leicht verwirrt. Oh nein!
Ja, da sieht cool aus. Oh, boah, der Held. Nein, jetzt ist er verwirrt. Oh mein Gott, du warst für die Truhe zuständig. Du hattest eine Aufgabe. Eine. Meine Güte. Der ist so langsam. Ich glaube, ich habe mal gesehen, ich habe ein bisschen geguckt, wohin. Ich habe noch ein paar Items. Da gibt es ein Item, das man ausrüsten kann. Da erhöht sich die Bewegungszahl um 1. Würde ihm vielleicht nützen. Aber auch Agumon. Schade, dass man nicht mehrere Sachen ausrüsten kann. Agumon hilft da. Das sollte dann kein Thema sein. Natürlich ist es Zug aussetzen. Meine Güte. Okay. Doppelt ist es. Boah, der ist stark. Agumon ist stark. Ich glaube, ich greife ihn an. Dann ist er auch schon mal weg. Hoffe ich. Überlebt er das? Der überlebt das mit 6 HP. Okay, dann heile ich. Oh mein Gott. Obwohl ich... Ja, nee, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt mit ihm angreife... Nee, es wäre eine Runde oder so gewesen. Oh mein Gott, Blitzbetäubung. Wie lange hält dieser Status an? Ist er jetzt die ganze Zeit da drin? Oh mein Gott. Kommt's auch mal irgendwann zu dem Geschehen an? Meine Güte. Oh, da muss Agumon das jetzt machen. Anti-Windkristall, okay. Jetzt aber. Vielleicht kommt ja ein Teamangriff, das wäre natürlich ziemlich nice. Nee, leider nicht, okay. Dann sind wir halt kein Team, du blödes Digimon. Er denkt sich, ah, das ist eigentlich mein Vater, den will ich nicht schlagen. Ah. Oh nein, Labramon. Ihr steht einfach nur in der Mitte rum, ich verstehe das schon. Also wir hatten jetzt bisher 2 Statusveränderungen Möglichkeiten. Einmal diese Paralyse von diesem Stromangriff und jetzt diese Verwirrtheit. Und beides setzt einen Zug aus und geht noch weg von Heilen. Können wir auch sowas? Das scheint mir schon sehr OP, um ehrlich zu sein. Jetzt sei auch verwirrt oder betäubt. Huh. Okay, dann nicht. Es ist weg. Ich glaube, der kann nicht mehr. Aber. Oh, es steht danach noch. Destruction. Destruction.
Jetzt hätte ich beinahe... Hoppala, das hätte auch ins Auge gehen können. Ach ja, es geht ja immer noch weiter. Oh mein Gott. Ah, nice. Nice, nice. Vielleicht war es das auch. Schläft Labramon? Was macht die da? Nein, keine SP mehr. Oh mein Gott, jetzt überlebt er das. Obwohl, gib mir Kraft, genau. Vielleicht reicht es dann aus. Nö. Okay. Geh, Labramon, zeig, was du kannst. Nice. Spitze, ihr habt uns gerettet. Vielen Dank. Aber mich habt ihr zuerst gerettet. Danke nochmal dafür. Schon gut. Als ich gesehen habe, wie diese Mistkerle über den alten Mann hergefallen sind, das konnte ich einfach nicht ertragen. Wow, du gehörst zu den Guten. Hehe, Komplimente helfen dir auch nicht weiter, verstanden? Ach ja, falls ihr nach Menschenkindern sucht, ich habe welche nahe einer flachen Klippe gesehen. Was? Wirklich? Ein großes und ein kleines, ja? Ja, das müssen Saki und Shuji sein. Aber was sollen... Aber was soll eine flache Klippe sein? Sowas wie ein menschliches Bauwerk vielleicht? Stellt euch eine große, glatte Klippe vor. Aber mit einem Haufen Wasser, das auf einer Seite eingesperrt ist. Das ist ein Damm. Moment. War hier früher auch schon ein Damm? Ich kann mich an keinen in der Nähe des Schreins erinnern, aber bei der verwandelten Landschaft... Habt ihr zufällig beim Schrein irgendetwas glitzern sehen? Das könnte nützlich für euch sein. Wenn du das sagst, wir könnten nützliche Dinge gebrauchen. Mal sehen, ob wir unterwegs was finden, um zum Damm zu kommen. Da müsst ihr gleich da vorne... Sehen? Los geht's. Was? Der müsste gleich da vorne sehen? Sein! Manchmal ist die Übersetzung hier ein bisschen komisch. Los geht's! Aber gut, bei so viel Text kann man dem vielleicht auch verzeihen. Oder auch nicht, wenn es darauf ausgelegt ist. Ah, ich weiß ja nicht. Ja. Ui. Aegis-Kristall. Aegis. 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 Oh, innerer Schrein freigeschaltet. Oh, oh. Oh. Flusswald freigeschaltet. Oh. Freier Kampf. Freier Kampf? Oh. Haben wir hier was? Keine Leute, keine Leute, keine Leute, keine Leute. Okay, erstmal auf zum inneren Schrein. Er meinte, da könnte was sein. Das nehmen wir doch direkt mal mit. Ha? Wandbild, Wandbild, Schrein. Wandbild, 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 Schrein. Oh, Takuman, da. Spirituelle Runen. Oh, das ist die zum Digitieren. Ja! Was ist das? Entschuldigung. Hey, fantastisch. Offensichtlich. Wer es findet, darf es behalten. Einfach mal außen. Die haben das da rausgenommen, oder nicht? Noch mehr. Agumon ist ziemlich interessiert an diesem kleinen Schrein. Wirkt fast wie ein Modell. Aber was macht ein Schrein hier so weit von den anderen entfernt? Ja, die Wandbilder hatten wir uns ja schon angesehen, aber ich kann ja nochmal gucken. Da ist noch mehr Text, aber andere als an der linken Wand. Was bedeutet der... Ich kann ja hier nochmal mit der Kamera gucken. Beep, 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 beep. Ii. Beep, 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 beep. Okay, nice. Jetzt ist die Frage, gilt das für immer oder ist das einmalig? Weil wenn ja, da muss man sich echt aussuchen, welches Digimon man jetzt digitiert. Oh. Verwirrt? So. Erstmal speichern. Äh.
Okay, er hatte ihn. Das sieht auch von Agumon eine Digitation aus. Sie würde ja gern etwas nehmen, was nicht so wie die anderen ist. Aber ich hatte ja gesagt, eigentlich wäre dieser Tuskmon oder Tuskmon. Deltamon. Aber wir haben ja jetzt auch noch andere hier, ne? Also wir haben ja auch noch ihn. Können wir auch noch mal gucken. Ja. Ja, da wäre schon der. Oh, oh, oh. Benutze 1 von 1 Gegenstand, um einen deinen Monster zu entwickeln. Hinweis: Freie Monster können nicht rückentwickelt werden. Oh, okay. Warte, kann ich. Aber ich. Kann ich das auch auf Agumon machen? Zum Beispiel? Dass er dann in dieser Verwandlung bleibt? Nee, okay. Okay, das zählt also nur für die freien Monster. Das ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da kommen wir noch mit der Story hin, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier Greymon verpasst haben. Ich habe auch schon überlegt, dass es echt. Weil. Status. Weil es halt immer so in der Regel 3 Pfade sind. Okay, hier sind es nur 2. Das wird meine Theorie wieder entgegenwirken. Weil ich habe mir gedacht, dass es echt daran liegen könnte, weil man schaltet ja Inbrunst, Moral und Harmonie frei, dass es bei denen, weil es hat ja viel auch mit Freundschaften und Entwicklung hier zu tun und das hat ja alles damit zu tun, dass es diese Digitation hier beeinflusst, was zum Beispiel, dass man irgendwie hier mit Moral einen von den beiden freischaltet und mit Umbrunst und oder es gehört einfach zur Geschichte, dass man den bekommt und später bekommt man die noch. Ich hoffe mal, dass diese Theorie nicht stimmt. Weil das würde bedeuten, man könnte jetzt, man müsste es je nach Spielstil. Also ich antworte jetzt im Moment so, wie ich es für richtig halte. Wenn ich mal was lustig finde oder jemand mich ankotzt oder was auch immer, dass ich dementsprechend antworte. Aber wenn es wirklich an den Digitationen hängt, dann ist man ja, wenn man unbedingt ungefähr weiß, wo der Pfad hingeht, also wenn man weiß, dass hieraus ein Greymon wird und ich ja gern Greymon hätte, weil ich mochte dieses Digimon früher, dass wir sagen, ich brauche dafür irgendwie gewisse Punkte in Harmonie, dass der dann da rauskommt oder was auch immer. Was ich schade finde, weil das würde wieder meine Auswahl an Möglichkeiten beeinflussen, wie ich mich vielleicht in so einer Situation entscheiden würde. Aber nun gut, dazu kommen wir später. Das ist nur eine Theorie. Ja. So. Bonus verfügbar? Wo? Naja, so. Ich weiß jetzt noch nicht, wen wir digitieren. Solange wir nur eine Tafel haben, warte ich erstmal. Denn man weiß ja nie. Außer wir kriegen irgendwie Probleme beim Kampf, dann werde ich einen Digimon entwickeln. Wir gehen jetzt mal kurz in einem anderen Bereich. Gehe zum Bereich. Damm unterirdisch, Schulbesuch. Okay, da haben wir wieder dasselbe Monster. Okay, ja. Wir beenden erstmal hier die Folge. Ich werde jetzt mal kurz Nasenspray nehmen, weil meine Nase langsam wieder richtig zu ist. Und eine Allergietablette.
Und dann machen wir hier weiter. Vielleicht wird die nächste Folge etwas länger. Ich meine, die ist ja auch mit 50 Minuten gut bedeckt. Ich finde nur halt immer, weil hier immer sehr viel Text ist, obwohl jetzt der Kampf auch relativ lange gedauert hat, finde ich hier Folgen in so einer Überlänge gar nicht mal so schlimm tatsächlich. Aber das kommt immer je nach Situation. Also es heißt jetzt nicht, dass jede Folge 2 Stunden lang wird oder jede Folge 30 Minuten. Es kommt echt immer auf die Situation an. Wie dem auch sei, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und dann gehen wir gleich mal... Ich mache jetzt einmal den freien Kampf gleich offscreen und guck dann, ob ein neues Digimon da ist. Falls ja, dann gehen wir das zusammen an. Wenn nicht, dann gehen wir in den Flusswald. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.